Ihr werdet mir helfen. Ihr helft doch den Leuten, oder? So etwas tut... Oh, vielen Dank. Mein Meister hat mich verlassen. Hat sein Volk verlassen. Und nichts, was ich sage, kann seine Meinung ändern. Nun weigert er sich sogar, mich zu sehen. Er sagt, ich störe seinen Urlaub. Und das schon so viele Jahre lang. Bitte, könnt ihr nicht helfen? Ach, ihr versteht es einfach nicht. Das letzte Mal, als ich ihn sah, besuchte er einen Freund im Blauen Palast. Er ging in den verbotenen Flügel des Palasts, um mit einem alten Freund zu reden. Er sagte, sie hätten schon seit Ewigkeiten keinen Tee mehr zusammengetrunken. Oh, und ihr werdet den Hüftknochen brauchen. Er ist äußerst wichtig. Es ist unmöglich, den Pelagius-Flügel ohne ihn zu betreten. Also gut. Ich bin der Vogt des Jarl. Wenn ihr am Hofe etwas zu erledigen habt, müsst ihr mit mir. Auf gar keinen Fall. Dieser Flügel ist schon seit Hunderten von Jahren abgesperrt. Aus gutem Grund. Es heißt, der Geist von Pelagius, dem Wahnsinnigen, spuke dort noch herum. Ob es dort nun spukt oder nicht... Manche Überbleibsel seiner finsteren Herrschaft sollten besser begraben bleiben. Ihr könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Fragen habt. Der Blaue Palast ist ein offenes Forum. Ich muss mich um... Niemals. Dort ist es gefährlich. Und Falk mag es nicht einmal, wenn ich und Erdi jedes Jahr hineingehen. Wenn ihr wirklich wollt, nehmt euch nur vor dem Geist in Acht. Er hat sich mal an mich herangeschlichen und mich zu Tode erschreckt. Das steckte mir noch die ganze Woche in den Knochen. Wenn Erdi mich beim Plaudern erwischt, muss ich mir was anhören. Noch etwas Tee, mein lieber Pelly? Ach nein, wirklich nicht. Das ist an mir vorbeigegangen. Außerdem habe ich noch so viel zu tun. So viele unerwünschte Personen, mit denen ich klarkommen muss. Neinsager, Idioten, Kritiker. Mein Schaden liegt da... Wie unhöflich! Ist sich zu fein, einen alten Freund ein oder zwei Jahrzehnte lang unterzubringen? Wer... Oh, was für eine Botschaft ist es? Ein Lied? Eine Beschwörung? Moment, ich weiß es. Eine in den Rücken einer argonischen Konkubine eingeritzte Todesdrohung. Die mag ich am liebsten. Und? Heraus damit, Sterblicher. Eigentlich habe ich sie doch. Klar. Aber im Ernst, wie lautet die Botschaft? Ach, wirklich? Von wem? Moment, sagt nichts. Ich will es erraten. War es Molag? Nein, der kleine Tim, der Sohn des Spielzeugmanns. Ich liege komplett daneben. Was soll's?
Ehrlich gesagt will ich es gar nicht wissen. Aber zur Sache. Glaubt ihr, mickriger, kleiner, entbehrlicher Sterblicher wirklich, ihr könnt mich zum Gehen bewegen? Denn das ist nun wirklich verrückt. Euch ist doch klar, mit wem ihr es hier zu tun habt. Falsch! Tut ihr doch. Irgendwie. Ich bin ein Teil von euch, kleiner Sterblicher. Ich bin ein Schatten in eurem Unterbewusstsein, ein Makel in eurer Sheogorat, der dädrische Prinz des Wahnsinns, zu euren Diensten. Das ist doch die eigentliche Frage, nicht? Seien wir mal ehrlich, wie viel Müßiggang braucht ein wahnsinniger Dädra denn wirklich? Also, ich werde Folgendes tun. Ich gehe. Ganz richtig, ich bin hier fertig. Das Nichtstun hat ein Ende. Der schnöde Alltag ruft mich. Unter einer Bedingung. Ihr müsst zuerst einen Weg nach draußen finden. Viel Glück dabei. Ha! Ich liebe es, wenn Sterbliche wissen, dass sie manipuliert werden. Das macht alles gleich viel interessanter. Möchtet ihr euch etwas umsehen? Ich darf wohl sagen, dass das hier nicht die botanischen Gärten von Einsamkeit sind. Habt ihr überhaupt eine Ahnung, wo ihr seid? Wo ihr wirklich seid? Willkommen in der trügerisch grünenden Psyche von Kaiser Pelagius dem Dritten. Ganz recht, ihr seid im Kopf eines toten, gemeingefährlich verrückten Monarchen. Ihr denkt jetzt sicher, kann ich mich immer noch auf meine Schwerter, Zauber, das Schleichen und ähnlichen Unsinn verlassen? Gewiss doch. Aber wie wäre es denn mit... dem Wabajak? Na, na? Das habt ihr nicht kommen sehen, oder? Nun, das ist eine traurige Geschichte. Pelagius hasste und fürchtete viele Dinge. Attentäter, wilde Hunde, die Untoten, Pumpernickel. Der tiefste, erbittertste Hass galt aber ihm selbst. Hier könnt ihr seine gegen sich selbst gerichteten Angriffe in Gänze sehen. Sie zielen immer auf den schwächsten Punkt seines zerbrechlichen Selbst. Euch werde ich fertig. Der Selbsthass macht Pelagius nur noch wütend. Aber sein Selbstvertrauen wird mit jedem Treffer schwächer. Ihr müsst beides ins Gleichgewicht bringen. Los geht's! Ja. Ein kleines Problem zu haben. Oder gar ein großes. Vielleicht sollten wir die ganze Sache erst etwas... Ihr seid so gut wie tot. Wunderbar, Pelagius kann sich nun endlich selbst akzeptieren und alle anderen hassen. Ihr wandelt nun auf dem Pfad der Träume. Zu eurem Pech leidet Pelagius schon seit jungen Jahren an Nachtangst.
Ihr müsst nur etwas finden, mit dem ihr unseren armen Pelagius aufwecken könnt. Seine Ängste sind leicht abzuwehren, aber hartnäckig. Wenn das mal keine gute Nachricht ist, Pelagius ist auf den Beinen. Braucht etwas? Also kann es weitergehen. Wir werden beide schon bald zu Hause sein. Oh, eine gute Wahl. Gut für mich jedenfalls. Es amüsiert mich köstlich, dass alle hinter euch her sind. Euch wahrscheinlich weniger. Wisst ihr, Pelagius Mutter war, nun, sagen wir mal, einzigartig. Obwohl sie im Großen und Ganzen für eine Septim schon ziemlich normal war. Diese Frau schwang die Furcht wie ein Hackebeil. Oder schwang sie das Hackebeil und hat den Leuten damit Angst gemacht? Bringe ich immer durcheinander. Oh, aber sie hat ihren Sohn viel gelehrt. Pelagius lernte schon früh, dass Gefahren überall lauern können. Jederzeit und in jeder Gestalt. Das Ziel ist denkbar einfach, ihr Einfallspinsel. Benutzt euren Baba Yaga, um den Feind zu besiegen, während der dasselbe tut. Und ihr kommt nie drauf. Ohne die Bedrohung lebt Pelagius in eingebildeter Sicherheit. Also habt ihr ihm geholfen. Irgendwie. Wir sind der Heimat ein gutes Stück näher gekommen. Ich muss doch sehr bitten, ich tanze gerade das Fischstäbchen. Ein äußerst schmackhafter Ihr Sterblichen und eure selbstmörderische Neugier. Aber wenn ihr es unbedingt wissen müsst, es war Pelagius. Ihr wisst doch sicherlich von Pelagius Erlass. Auf dem das ist ein sehr subjektiver Begriff. Behandelt klingt doch viel passender, meint ihr nicht? So wie man es mit einem Ausschlag oder einem Pfeil im Kopf tut. Aber nun gut, ihr seid zwar ein herzloser Sterblicher, habt es aber tatsächlich geschafft. Ihr habt überlebt. Ich werde meinen Teil der Abmachung einhalten müssen. Also, herzlichen Glückwunsch, ihr könnt gehen.
Ich bin natürlich für meine Sinneswandel bekannt. Also geht, jetzt. Pelagius Septim der Dritte, einstmals wahnsinniger Kaiser von Tamriel, heute so langweilig vernünftig. Ich wusste immer, dass er es in sich hatte. In der Psyche von Pelagius, Dummchen. Ah, ist es euer erstes Mal? Aber nun, als ich bin, dann heißt es wohl zurück zu den zitternden Inseln. Der Ärger, den Haskell sich in meiner Abwesenheit einbringen kann, einfach unglaublich. Haben wir auch ganz sicher alles dabei? Kleidung? Ja. Bad? Ja. Gepäck? Gepäck? Wo habe ich nur wieder mein Gepäck gelassen? Meister, ihr habt mich zurückgenommen. Bedeutet das, dass wir nach Hause gehen? Ach, wie schön. Ich kann es gar nicht erwarten, endlich. Ja, ja, genug gejubelt. Warum schicken wir euch nicht voraus, hm? Und nun zu euch, mein kleiner sterblicher Scherge. Den Wabajak könnt ihr gern behalten, als Zeichen meiner... Ach, jetzt nehmt das verfluchte Ding schon. Passt gut auf euch auf, ja? Und solltet ihr jemals in Neu-Sheot sein, kommt mich besuchen. Dann essen wir zusammen eine Erdbeertorte. Tschüsschen!